Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Titanic Adventure Out of Time. Man hört es vielleicht, ich bin immer noch ein wenig erkältet und nun ja, so ist es dann halt nun mal. Ich hoffe, euch da draußen geht's gut, und wenn nicht, dann seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ich schau mal ins Täschchen, das ist unser Schlüssel für den Koffer, den wir unten im Spind haben. In der Kajüte haben. Und wir haben diese Pfeifen. Gut, in der letzten Folge sollten wir ja uns im Schottlandweg einfinden. Wo ist denn der jetzt nochmal? Da gucken wir mal kurz auf die Map. Schottlandweg. Dann gehen wir mal dahin. So. Und schauen uns mal ein wenig um. Kabinen. Da kommen wir nicht durch, alles klar. Ja, in dem Spiel geht es auch nach Zeit. Ja, dann gehen wir mal hier lang. Ah. Ups. Guten Abend, ich bin Conkling. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich hoffe, Sie finden die Unterbringung zufriedenstellend. Bitte. White Star ist darauf bedacht, die Überfahrt für alle so angenehm wie möglich zu machen. Insbesondere die Jungfernfahrt. Tut mir leid, wenn ich geheimnisvoll tue. Sie müssen verstehen, für jemand in meiner Position, der Kapital im Schiff investiert hat, gebietet sich Vorsicht. Sie sind natürlich in keiner Weise verpflichtet. Ich habe ein kleines Problem. Vielleicht könnten Sie mir helfen. Ein Dienstmädchen hat ein wichtiges Geschäftspapier von mir gestohlen und ich muss es zurückbekommen. Vor ein paar Jahren hat meine Frau Beatrix eine junge Irin als Dienstmädchen in unserem Londoner Haus eingestellt. Wir haben sie gut behandelt. Vor 2 Wochen hat sie uns unerwartet verlassen, ohne vorher zu kündigen. Und einen gewissen Brief mitgenommen. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, ihn zurückzubekommen. Aber heute Morgen hat meine Frau sie auf der Promenade 3. Klasse entdeckt. Selbstverständlich habe ich mich beim Zahlmeister erkundigt. Sie hätte eigentlich auf der Philadelphia fahren, aber die Passagiere von dort sind wegen eines Kohlenstreiks auf die Titanic umgestiegen. Sie haben Glück, dass sie auf dem Schiff ist. Ja, das könnte man sagen. Warum fangen Sie die Diebin denn nicht einfach selbst? Ah, ich würde es vorziehen, die Dienste eines Dritten in Anspruch zu nehmen, nämlich Ihre. Warum bitten Sie ausgerechnet mich darum? Regierungsbeamte, die mit mir befreundet sind, haben mir gesagt, ein Sicherheitsagent sei an Bord. Ich habe sie durch Frau Cashmore gefunden. Eine alberne Frau, aber sie hat einen Blick für Talent. Bitte, werden Sie mir helfen? Sie werden reichlich dafür belohnt. Vielleicht, wie heißt das Dienstmädchen? Sie heißt Shaylake Hacker. Sie ist um die 20. Ich war ihr Wohltäter, könnte man sagen. Nur Wohltäter? Ja. Das bringt mich in eine schwierige Situation. Diese junge Frau, sie könnte mir und meinem Ruf beträchtlichen Schaden zufügen, wenn sie zur Zeitung ginge. Was steht in dem Brief? Vertrauliche Geschäftsangelegenheiten. Conkling Stahl liefert Stahl für Schiffe, für dieses Schiff zum Beispiel. Wenn der Inhalt dieses Briefes öffentlich bekannt würde, könnten unsere Konkurrenten große Vorteile daraus ziehen. Wo ist die Frau jetzt? Ich habe sie wissen lassen, dass ich sie auf dem Achterdeck treffen will. Gehen Sie an meiner Stelle. Sagen Sie ihr, sie wird keinen Ärger bekommen, wenn sie den Brief zurückgibt. Erstatten Sie mir danach in unserem Appartement B59 Bericht. Ihr Name ist Shaylake Hacker. Gute Nacht. Moment, da schreibe ich mir gleich mal auf. B59. B59. So. Alles klar, dann Achterdeck, sagte er. Dann Bootsdeck. Moment, Brücke ist vorne. Achter ist hinten. Na, dann gehen wir nochmal hier raus. Bootsdeck. So, Achtern. Dann schauen wir mal. Wer bist du? Das könntest du sein, ne? Ich wusste, dass sie kommen würden. Was ist passiert? Charles hat ein Telegramm bekommen. Von den Anwälten. Unser Besitz soll verkauft werden. Er hat nach der Halskette gefragt, die ich Ihnen gegeben habe. Ich habe ihm gesagt, dass ich sie beim Zahlmeister hinterlegt habe. Sagen Sie ihm nichts. Und auch Sascha nicht. Nicht der und seine Gruppe. Es gibt noch viel mehr zu berichten.
Können Sie mich treffen? In meiner Kabine? Ich bin in B7. Charles geht gewöhnlich auf einen Drink in den Rauchsalon. Haben wir. Besuchen Sie mich, wenn er dort ist. Okay. Aber Moment, das ist nicht die Dame, die wir treffen sollten. Komm ich jetzt... Muss noch ein Stockwerk runter. Das hier irgendwie... Nein, geht hier nicht. Komme ich denn da jetzt runter? Ach, hier. So. Aber das ist das vordere Deck. Wo ist denn jetzt zum verflixten Achterdeck? Da war ich doch gerade, aber wie komme ich da runter? Da irgendwo da sein. Warte mal. A-Deck, Haupt. Versuchen wir es mal mit der Treppe. Geht nicht. Geht auch nicht. Mist. Ah, Mann, oh. Wie komme ich da jetzt runter? Muss doch irgendwie übers Bootsdeck auch da. Bootsdeck. Wie komme ich da runter? Komme ich da rein, da verkackeiern hier. Jetzt sind wir eins weiter unten, aber noch nicht ganz unten, wo wir hinwollen. Schon wieder hier. In dem Spiel geht's nach Zeit, Mensch. Jetzt mal ohne Scheiß, wie komme ich da jetzt runter? Ich bin jetzt quasi auf Deck A, da muss ich quasi über Deck B. Haben wir da... Nee. Ah, da bin ich ja schon wieder ein Deck weiter oben. A-Deck. Warte mal. E-Deck. Die zweite Klasse. Ah! Okay. Das könnten sie sein. Was habe ich dir gesagt, Jay? Ich habe doch gewusst, dass er nicht persönlich kommt. Sei still, Jack. Sei still. Sie kommen doch von Conkling, oder? Conkling hat gesagt, ich soll bei der Dame vorsprechen. Ich hab's dir doch gesagt. Es ist ein Trick. Ich habe doch gewusst, dass Conkling nicht kommt. Dafür hat er einen von seinen Busenfreunden geschickt. Sind Sie ein Freund von Fräulein Hacker? Ich bin Ihr Bruder. Und Conkling? Wegen ihm hat Shaylake alles verlassen müssen und alle, die sie kennen. Jack, nee. Der gemeine Hund, der. Sie war sein Dienstmädchen und die ganze Zeit hat er sie geschändet. Sei still, Jack. Kein Wort geschändet. Mehr davon. Weiter, Jack. Sag's. Sagen Sie Conkling, dass wir seinen Brief haben. Und den kriegt er nicht zu sehen, bis er eine schöne Summe herausrückt. Wie viel Geld für den Brief? 5000, hören Sie? Dollar. Alter. Genug, dass sie in Amerika richtig anfangen kann. Und wenn er auch nur einen Finger gegen uns rührt, sorg ich dafür, dass die Zeitungen den Brief kriegen und... Also, das sagen Sie Conkling. 5000. Gemessen an dem, was er hat, ist das ein verdammt gutes Angebot. Ich muss gehen. Treffen Sie uns wieder hier. Heute Nacht um... 5000 Dollar, dann kriegt er seinen verdammten Brief. Einverstanden? Da muss ich Conkling fragen. Wir haben keine andere Wahl. Wir werden auf Sie warten. Alles klärchen, Bärchen. Nun gut, dann B59 war der doch. E-Deck. Hier müsste dann... Ah ja. Was sind hier die Aufreihung? 59.
59. Guten Abend. Ja, guten Abend. Ich hatte gehofft, Sie schon früher zu treffen, aber meine Frau und ich haben bei den Astors einen Besuch gemacht. Madeleine ist in anderen Umständen. Beatrix war entzückt. Wir haben keine Kinder. Ich habe Fräulein Hecker und ihren Bruder gefunden. Ich verstehe. Das ist ein Lösegeld. Darf ich Frau Conkling vorstellen? Hallo, du... Man sollte das undankbare Weibsbild über Bord werfen. Ja, das glaube ich. Ihre Kleidung. Französische Mode. Recht elegant. Ich habe vergessen, Ihnen das zu sagen, als wir uns das erste Mal gesehen haben. Beatrix ist auf dem Weg nach Kalifornien. Sie hat ein neues Projekt in... Wo ist es, meine Liebe? Ein Kuhdorf. Ein Ort mit Namen Los Angeles. Ich baue dort ein kleines Kurhotel. Es heißt Hotel Beverly Hills. Also, wo ist das irische Weibsbild? Träumt wohl von ihrem neuen Reichtum. Wir haben gerade darüber gesprochen, Liebling. Mein Mann und ich haben Shalek mit ausgesuchter Höflichkeit und großer Freundlichkeit behandelt. Wir haben keine Kinder. Shalek war uns sehr ans Herz. Und deshalb hat uns ihr Diebstahl umso mehr verletzt. Wegen des Vertrauens, das wir in sie gesetzt hatten. Es darf nicht misslingen. Nun entschuldigen Sie mich. Ich muss mich zurückziehen. Ich habe fürchterliche Kopfschmerzen. Vielleicht weniger rauchen. Tut mir leid, dass Sie es Kopfschmerzen war mir ein haben. Vergnügen. Gute Nacht. Meine Frau hing sehr an Shalek. Wie ich schon sagte, wir haben keine eigenen Kinder. Hören Sie, Sie müssen für mich diesen Brief bekommen. Warten Sie nicht bis morgen. Versuchen Sie direkt mit Shalek zu sprechen, ohne Ihren... Sie ist in den Kabinen der dritten Klasse, vorn, auf dem F-Deck, Nummer 59. Gute Nacht. Ich spreche morgen mit Ihnen. Also F59... Ja, nicht wundern, in dem Spiel ist es manchmal so ein bisschen abgehackt, aber das liegt halt am Alter des Games. So, okay, warte mal, wir gehen jetzt aber... Ach, B70, warte mal. B70, B70. Genau, da haben wir dich ja. Ich war mir nicht sicher, dass Sie kommen würden. Andrew Conkling? Was wissen Sie über Conkling? Er hat Charles Geld geliehen. Viel Geld, glaube ich. Was wollten Sie mir sagen? Zuerst möchte ich wissen, wie es Ihnen die letzten Jahre ergangen ist. Ihrem Aussehen nach ziemlich. Ich bin froh, Sie zu sehen. Sie sind der einzige Mensch, dem ich trauen kann. Bitte... Versprechen Sie mir zu helfen. Ja, ich verspreche Ihnen zu helfen. Sie waren immer da, wenn ich Sie gebraucht habe. Jetzt, wo mein Leben ein so schreckliches Durcheinander ist. Was ist los? Als Charles mein Verhältnis mit Sascha entdeckt hat, war er ganz ruhig. Aber ich kenne ihn ja. Mir die Halskette wegzunehmen, das ist seine Rache. Mir nichts zu lassen. Und Sascha, ich würde ihm nie wieder trauen. Sehen Sie denn nicht? Sie suchen Waffen und Bomben. Wo haben Sie Sascha kennengelernt? Letzten Juni bei einer Party. Sascha war ganz leidenschaftlich, ein slawischer Charakterzug, wie ich höre. Seine Mutter kam aus Belgrad. Ich habe mich verliebt. Wir haben uns gewöhnlich in seiner Galerie getroffen, aber wir waren nie allein. Wir sind zu jeder Tages- und Nachtzeit gekommen, Saschas Freunde. Seine Galerie war ihr Stützpunkt in London. Das waren grobe Männer, Ausländer. Sascha hat mir gesagt, sie gehörten zu einer Hilfsgesellschaft für den Balkan. Ich, dumme Gans, habe ihm geglaubt. Aber dann habe ich es herausgefunden. Diese Leute, sie. Charles. Bitte, Giorgio, sprich weiter. Was hast du so begehrenswert gefunden? Meinen Titel oder mein Einkommen? Ich war mir nie sicher. Warum gehst du nicht zu Sascha, jetzt, wo diese beiden Vermögenswerte weg sind? Vielleicht kann er dir helfen, wie schon einmal. Ignorieren Sie ihn. Ich sehe, der Rauchsalon hat wie gewöhnlich seine Wirkung getan. Das scheint leeres Geschwätz. Sehen Sie? Seine Einstellung. Bitte, gehen. Da sie sich offensichtlich auf mich nicht verlassen kann. Hier, gegen die Kälte in der Luft. Vielen Dank, dass Sie sich um meine Frau gekümmert haben. Jetzt halte ich es für das Beste, Sie lassen das glückliche Paar in seiner Glückseligkeit ertrinken. Gute Nacht. Denken Sie daran. Ich brauche Ihre Hilfe. Na dann.
Ich weiß, wie ich mit ihr umgehen muss. Bitte verlassen Sie uns. Gute Nacht. Okay, da werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal so schnell nichts rausbekommen. Alles klar. Wir müssen aber noch... Ja, wir gehen mal kurz zu der Penny. Oder Pringle. Versuchen Sie, Zeitels Telegramme abzufangen. Verschaffen Sie sich Zugang zum Funkraum. Irgendjemand an Bord muss doch wissen, was er beabsichtigt. Und vergessen Sie nicht den Kryptografen in Ihrem Koffer. Damit kann man die deutschen Geheimcodes jetzt ab mit Ihnen. Los! Alles klar, Chef. Okay, warte mal. Funkraum. Wir haben Bootsdeck, Rettungsboot, bla bla bla. Ja, das ist Rauchersammlung, Treppe, Funkgeräte. Auf der Seite. Ja, schon wieder falsche Richtung. Mann, no. Muss ja eins weiter hoch. Glaube. Funkraum müsste auf der Seite sein. Wer bist du? Haben Sie Georgia gesehen? Sie mögen mich. Warum fragen Sie denn? Warum sagen Sie das? Sie wissen vieles nicht. Wollen wir darüber sprechen und dazu ein Glas trinken? Ja, hier draußen gehen ist kalt. Wir also. Mein Gott, so ist's viel besser. Barmann, einen Whisky mit Soda. Sehr gut, Sir. Ja, wirklich viel besser. Also? Warum hatte Georgia heute Abend Angst vor Ihnen? Georgia? Hatte Angst vor mir? Das wäre wenigstens eine Reaktion. Wir haben keine Gefühle mehr füreinander. Wir sind nur dem Namen nach Mann und Frau. Sie haben gesagt, sie wüsste vieles nicht. Vielleicht haben Sie gehört, dass ich in finanziellen Schwierigkeiten... Ich habe mir von Andrew Conklin Geld geliehen. Geld, das er jetzt von mir zurückfordert. Ich kann ihm aber keines geben. Armut sollte den Tugendhaften vorbehalten bleiben. Ich finde keinen Geschmack daran. So ein Arsch. Wollen Sie mir damit sagen, dass Sie Geld brauchen? Ihnen sagen... Nein, zuerst werde ich die Sache arrangieren, und zwar ohne John. Noch ein Glas? Noch ein Whisky für... Ja, und setze sie es auf die Rechnung vom Zimmer 73. Ich hoffe, es stört Sie nicht, wenn ich noch ein Glas trinke. Also, Sie wollen Geheimnisse erfahren. Danke, Bernard. Ich erzähle Ihnen eines. Georgias Diamantenhals. Sie ist eine Fälschung. Jedenfalls die, die sie um den Hals trägt. Die echte Halskette habe ich Sascha gegeben. Sie ist in seiner Kabine zur Aufbewahrung. Wenn er nach New York kommt, verkauft er sie. Schnell und ohne viel Aufsehen. Für 20% Provision. Ich zahle meine Schulden bei Conkling ab, lasse Georgia einweisen und reise frei und unbesorgt nach England zurück. Och. Georgia einweisen lassen? Sie ist labil, wie Sie wissen. Deshalb lasse ich sie in einer Klinik unterbringen. Das ist keine Schwierigkeit, wenn man ihre emotionale Vorgeschichte bedenkt. Das Gesetz ist in solchen Fällen auf Seiten des Ehemanns. Sie kann nichts dagegen machen. Gott verhüte, dass die Frauenrechtlerinnen wirklich das Wahlrecht für Frauen durchsetzen. Sie werden nie wieder wissen, wo sie hingehören. Und Sascha, warum verkauft er sie denn nicht für Georgia? Weil ich ihm gedroht habe, ich werde Scotland Yard von seiner serbischen Hilfsgesellschaft erzählen. Und weil Sascha ein habgieriger Schurke ist. Er würde seine Liebe für 20% verraten. Und Georgia denkt, sie hat mich in das Licht geführt. Nein, sie trägt eine Fälschung am Hals und weiß es nicht. Noch einen? Nicht für mich, Charles. Na dann, gute Nacht, Sie werden gut schlafen. Heute Abend ist überraschenderweise die See so ruhig, wie der Whisky süffig ist. Macht das Sinn?
Na gut. Warte mal, da müssen wir aber nochmal zu Georgia. Wo waren das? B. Ich glaube B. Was? B70 war es doch. 66, 70. Hä? Oder war es B59? Gute Nacht. Ich spreche morgen mit Ihnen. Okay, B70 war es. Alles klar. Gut, dann gehen wir jetzt noch zum Funkraum. Bootsdeck. Wir müssen ja jetzt endlich mal zum Funkraum, sonst geht der Pott hier unter und wir haben nichts geschafft oder so. Und das kann ja keiner wollen. Also ich nicht und ihr vielleicht auch nicht. Ja, es wäre zu leicht. Guten Abend. Hier Morrow, dritter Offizier. Tut mir leid. Passagieren ist der Zugang zum Funkraum untersagt. Passagiere haben keinen Zutritt. Die See scheint ruhig. Sehr ruhig. Ich glaube, den kann man auch überzeugen. Eine klare Nacht, aber dunkel. Kein Mond. Das gefällt mir nicht. Man kann nicht sehen, was kommt. Kein Mond bedeutet Überraschungen. Als ob wir nicht schon genug davon hätten. Herr Ismay, Präsident der White Star-Linie, ist an Bord. Wir behandeln ihn wie ein rohes Ei, sage ich ihm. Obwohl das gar nichts ist im Vergleich zu dem, was mein Schwager zurzeit durch... Sein ganzes Büro in London ist in Aufregung. Könnten Sie das näher erklären? Tom arbeitet beim Marineministerium. Anscheinend sind unsere Pläne über den Truppeneinsatz gegen Deutschland vor 3 Wochen verschwunden. Tom sagt, die hohen Tiere sind vor Schreck wie gelähmt, dass die Deutschen davon Wind bekommen könnten. Könnte das Gleichgewicht der Mächte aus dem Lot bringen. Politik, Schreibtischspionage, Bürokraten. Pfui, gebt mir die See. Den Rest könnt ihr wegschmeißen. Sie haben für Bürokraten nicht viel übrig, ja? Noch nie. Schon seit dem Krieg nicht. Welcher Krieg war das? Südafrika, Burenkrieg. Der Offizier war Alkoholiker. Er war betrunken, als sie uns draußen auf dem Feld in die Falle in einer mondlosen Nacht. Es war ein Massaker. Wir sahen sie überhaupt nicht kommen. Das Trinken führt immer zum Teufel. Kein Wunder, dass mondlose Nächte sie nervös machen. Ein interessanter Gedanke. Was weiß ich, es könnte sogar... Man hat eben seine Probleme. Krankes Kind, Abwesenheit von zu Hause. Aber ich hasse wehleidige Leute. Und solche, die sich dauernd entschuldigen. Danke für Ihre einsichtsvolle Bemerkung. Darf ich jetzt im Funkraum? Ja, bitte. Werfen Sie ruhig einen Blick hinein. Nur, dass Sie es wissen. Phillips wird mir den Kopf abreißen, wenn er Sie da drin erwischt. Aber von mir aus, gehen Sie nur hinein. Alles klar, dann gehen wir mal hinein. Ach du Schande. Ach du Schande. Was haben wir denn hier? Incoming, also Nachrichten, die reingekommen sind. 18.30 Uhr bei bla 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 bla. Drei große Eisberge, okay. Eisberg gesichtet, alles klar. Dampfer Richtung Westen meldet Eisberg. Was? RMS Titanic. Amerika am 14. April bei 41 Ost, 27 Grad Nord. Weit 50 Ost, 8 West. Okay. Also nur irgendwelche Eisberge. Ist rausgegangen. Winter Fourth Lake Shore Drive, Lake Forest, Illinois. Dann kommt Chicago über New York. 20. April. Westerline. Das sieht verdächtig aus. Jägerstraße 11 in Berlin, Deutschland. Okay, das müssen wir wahrscheinlich entschlüsseln.
Ja. Genau, das müssen wir entschlüsseln. Darum war's. Okay, gut. Dann haben wir, glaube ich, das schon, wofür wir da sind. Was ist das? Nachricht folgendermaßen gesagt. Ach, du Scheibe. Dann hat. Ja, okay. Alles klar. Alles klar. Lass ich Bescheid, das wird schon wieder interessant werden. Dann würde ich sagen, müssen wir mal kurz in unser Quartier. Zedek. Ich glaube, wir hatten die 73, weil sonst hätten wir ja wohl die Rechnung nicht auf die 73 geschrieben. Ah, da. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich Schluss für heute. Und in der nächsten Folge machen wir dann weiter, indem wir dementsprechend, na, sag schon, unsere Nachricht entschlüsseln. Und ich danke euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.